Hallo, willkommen zurück zu JackX. Wir haben beim letzten Mal ein Qualifikationsrennen abgeschlossen und wieder sehr, sehr viele Rennen abgeschlossen im Allgemeinen. Und sind bald beim grünen Eco-Pokal auch durch. Deswegen machen wir auch hier bei Haven City weiter. Außenbezirke der Stadt. Ein Streckenrennen. Das ist ein Rennen auf verschiedenen Strecken, Jack. Hier fährst du durch Haven City und den Dschungel. Das erfordert neue Strategien, um deine Gegner abzuhängen. Tempo ist immer gut, aber Waffen sind auch nicht übel. Kaufen können wir nichts, deswegen starten wir auch direkt durch. Packen wir es. Okay, zwei Runden. Das heißt, die Strecke ist eher so eine mittellange. Und wir haben grünes Licht. Aus dem Weg. Weg mit dem Schrotthaufen. Nein! Mist. Nein! Festhalten, weg! Nachteil, wenn man die Strecke noch nicht kennt. Ach, da hänge ich gerade an der ziemlich blöden Stelle. Okay, also diese Strecke ist echt nicht ohne. Friss Staub. Oh ja, das ist für dich. Naja, konnte wieder nicht steuern. Euer Ernst? Ich bin schon wieder vor der Wand abgestellt worden. Wieso werde ich immer vor Wände gestellt? Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair. Verkauf mich nicht für dumm. Ah, klasse. Autsch. Oh ja. Zeig da. Ah. Mann, was ist das für eine Dreckskarre? Das ist manchmal so ätzend, dass man einfach nicht steuern kann. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das dann wirklich nur an der Karre liegt oder das einfach an meinem bescheuerten Pad liegt. Ah. Ah, super, das ist übernetzt. Ey, das ist doch nicht wahr. Sorry, wenn ich gerade mal wieder ein bisschen viel mecker, aber...
Das sind so Dinge, die mich ein bisschen bei dem Spiel aufregen. Ja, auch damals schon wieder den Stickpass am Abbrechen und der fährt einfach nur stur nach rechts, obwohl ich nach links denke. Glück im Unglück. Naja, das war ein Überflieger, bin im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin nämlich so gerade noch über dem Gegner herübergeflogen. Also, teilweise ist das echt frustig, muss ich sagen, mit der Steuerung von dem Spiel, aber auch mit diesen Rücksetzpunkten, die einen irgendwie immer gegen Wände parken. Ah, nervig. Haven City. Zurück in Jacks Heimat. Willkommen zurück in Haven City. Du erinnerst dich doch, oder? Die Stadt hat schon so manchen Kampf gesehen, aber heute werden die Straßen noch blutiger werden. Halt die Augen auf und achte auf Nachzügler. Die brennen dir eins von hinten über, bevor du weißt, was passiert ist. Ja, mit Haven City haben wir ja unsere Erfahrungen. In Jack 2 und 3. Ein weiterer Punkt aufs Getriebe, damit unsere Beschleunigung mal hochkommt. Legen wir los! Und los geht's! Turbo vergeicht. Okay, also den Gegner sollte man auch nicht immer folgen. Weil die kennen den Weg irgendwie selber nicht. Okay, also oft sind das so zusammengesetzte Strecken. Nein! Das ist natürlich richtig fair. Direkt hinter einer Kurve. Direkt hinter einem Hügel eine Kurve, dass man nicht mal sieht, wo die Kurve ist. Schrecke. Oh. Mann,
Gegner in der Kurve erwischen ist manchmal echt doof. Weil dann diese dämliche Sequenz kommt und man einfach nur noch gegen die Wand brettert, weil man einfach nicht mehr reagieren kann. Naja, ist immer gut gegangen. Ah, neues Fahrzeugteil. Ein neues Dach. Neue Dach an. Ja, jetzt kommt noch Island und dann kommt schon wieder der nächste Grand Prix. Willkommen bei diesem Rennen, Anfänger. Diese Strecke bietet die spektakulärsten und extremsten Crashs, die meine Show je gesehen hat. Wir lieben sie. Du wirst sie hassen. Geh da raus und mach die Leute glücklich. Eisrennen. Juhu. Ja, tun können wir sowieso nichts, aber wir können mal ein Chassis-Teil wechseln. Können wir gerade nichts machen. Und wie viel Zeit wir schon haben. Ja, haben noch. Weil die Strecken teilweise recht lange sind, da habe ich nicht so die Zeit im Blick. Ja, das wird jetzt lustig werden, Eisstrecke. Okay, los geht's! Und war los! Achtung! Ah, eine recht kleine Strecke. 5 Runden. Okay. Eine Runde ist um. Extrem kleine Strecke. Oh, und wieder ein Zusammenprall. Noch eine Runde. Sieht gut aus. Das macht mich fertig! Ist denn schon Silvester? Rakete! Hast mich kaum berührt! Noch eine Runde vorbei! Nein! Rabau und Schau! Och Mann! Gut gemacht! Noch eine Runde vorüber! Boom, Baby! Oh ja. Wir gewinnen! Das war mal eine sehr kurze Strecke. Erzähl mal was zum neuen Ausstattungsstück, Johnny. Eine neue Stoßstange. Jo. Das nächste ist dann ein Grand Prix. Und zwar der letzte hier. Und ab
geht's mit dem Grand Prix im Grünpokal. Der berüchtigte Cleaver wird hinter dir her sein. Also nimm dich in Acht und nutze deine Abwehrwaffen. Dies ist eine Herausforderung mit 3 Rennen. Also bleib bei den Führenden und fahr konstant. So, einmal können wir noch tunen. Und dann werde ich mal gucken, was die Zeit sagt. Weil 3 Rennen am Stück ist schon relativ lang. Ja, jetzt ist eigentlich nur noch der Motor. Hm, 15 Minuten. Ja, kann sein, dass der Part dann was länger wird, je nach Themen. Quatsch, Taste. Gerade sind 2 der besten Fahrer bei mir. Cleaver, der muskulöse Gott des Streckendonners. Und der flinke und blitzschnelle Jack. Also, Jack, es heißt, auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Jeder will dich tot sehen. Jeder, außer mir natürlich. Du bringst Einschaltquoten. Todesdrohungen, Kopfgeld sind uns egal. Wir fürchten den Tod nicht. Wow, Moment mal. Ich möchte bitte zu Protokoll geben, dass ich rundheraus gegen das Sterben bin. Egal wie. Klappe, ihr Flaschen. Ich werde euch auf der Strecke finden und dann werdet ihr euch noch wünschen, euch nie hinter Steuer geklemmt zu haben. Ihr habt's gehört, Leute. Der Federhandschuh wurde geworfen und ihr seid beim größten Rennen der Saison live dabei, wenn... Jack und Dexter uns zeigen, wie sie Helden wurden. Ja, dann haben wir fast den nächsten Eco-Pokal abgeschlossen. Dann wollen wir mal 3 Rennen fahren und dann kommen wir in den nächsten Cup. Okay, ich höre Musik. Ah, das Spiel hat ja so ein paar kleinere Probleme, das wissen wir ja. So wird das aber nichts. Gleich startet ein Grand Prix. Jetzt kommt auch kein Ton mehr. Dann muss ich wohl doch mal neu starten. Ja, ist ein bisschen schade, dass das Spiel die Probleme hat, aber wie gesagt, ich habe jetzt 2 verschiedene Versionen von Jack X, einmal die Platinum, einmal die Standard und beide haben dieses Problem, also es liegt definitiv am Spiel selber, an der Konsole liegt es nicht, weil alle anderen Spiele laufen ja. Wundert euch nicht. Mit dem Signal, das ist auch so eine kleine Macke von dem Spiel, deswegen wird dann zwischendurch auch mal kein Signal eingeblendet. Das liegt tatsächlich auch am Spiel, das habe ich bis jetzt bei keinem anderen Spiel gehabt. Hofft mal, dass das andere Jack dann nicht so Probleme hat. Natürlich kann ich mal wieder nichts überspringen. Da will man das Grand Prix fahren und dann streikt das. Wir sind jetzt bei 48%. Thank you.
Und ab geht's mit dem Grand Prix im Grünpokal. Der berüchtigte Cleaver wird hinter dir her sein. Na also jo, wir wissen's. Gerade sind zwei. Das überspringen wir. Das haben wir nämlich schon gesehen. Gleich startet ein Grand Prix im grünen Pokal. Seht euch an, wie die Fahrneulinge heute von den Speed-Veteranen vorgeführt werden. Alles klar, jetzt geht's los. Start wieder vergeigt. Küsst meine Stoßstange. Oh, das war zu weit. Jetzt. Und schon sind wir letzter. Der Vorteil bei diesem Gummiband-Effekt ist, dass wir jedes Mal auch einen Geschwindigkeitsboost kriegen, wenn wir mal hinten liegen. Ach Mann. Wenn die Karre sich immer so komisch schräg stellt. Oh, konnten wir ja nicht lenken. Hier kommt die Mauer. Hier, Schmerzen für dich. Das ist für dich, Jack. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Er wurde ganz schön gerupft. Och Mann, dumme Dreckskarre schon wieder. Ich hasse das. Versteht er doch nicht, warum die sich jedes Mal so komisch schräg stellt von alleine. Super. Spürst du das? Also wenn wir schon im ersten Rennen Dritter wären, starte ich das Rennen natürlich neu. Und die erste Runde ist vorbei, Cleaver. Wenn die Steuerung hin und wieder mal das ganze Rennen verdirbt. Ein sauberer Start. Nö, war kein sauberer Start, der war schlecht. Die Karre fährt auch gar nicht manchmal. Auch total toll. Wird's auf einen Raffum?
Ich habe sowas noch nie gesehen. Dass die Gegner dann auch alle Waffen vor der Nase wegschnappen und man eigentlich nicht verteidigen kann und nichts. Ich lenke doch nach links. Blöde ist, wir haben absolut gar keine Lebensenergie. Keine Verteidigungswaffen. So. Jetzt haben wir welche. Super. Aus dem Weg, Alter. Och nö. Was denn? Wird halt ein großes Ziel. Oh, was für ein faules Ei. Geschafft. Wieder gewonnen. Ah, das lief doch schon mal besser. Oh, diese Steuerungsaussetzer zwischendurch sind echt fatal. Ja, ich weiß nicht, ob das am Spiel selber liegt oder ob das wirklich... Einfach mal mein Pet ist, was nicht so will, wie ich will. Och Mann. Das nenne ich ein echtes Rennen. Ja. Jetzt kommt der Schmerz. Ah, super. Mit ein paar Flammen. Oh, das ging voll in die Hose. Sorry. Soll ich nicht alle machen? Praktisch, wer wert das Rennen an die Nase juckt. Danke. Nein, du dumme Kackkarre. Eine Runde ist um. Hat man
Hab mal eine gute Position und dann fängt die Karre an rumzuschlittern. Nervig. Och nö. Nein! Fahrt vor, Leute, oder verzieht euch. Autsch. Sag gute Nacht, Schätzchen. Das ist einfach unglaublich. Was ich jetzt gut gebrauchen könnte, wäre genau das da. Oh. Auf zu rutschen, vor allen Dingen kurz vorm Ziel. Aha. Zweite Runde ist vorbei. Hier braut sich ein waschechter Wettstreit zusammen. Oh Mann! Meine Güte. Diese Karre immer. Aber wir sind gut dabei. Echt, das ist schon das zweite Mal Zweiter. Hm. Das ist natürlich gefährlich für uns. Jetzt bin ich vorne. Bobo ist natürlich schön und gut, aber wir brauchen auch irgendwas, um hinter uns aufzuräumen. Wollte ich gerade sagen. Och Mann. Da konnte ich gerade überhaupt nichts machen. Ich bin genau auf dem Dach eines Gegners gelandet und der hat mich genau da reingelenkt. Was für ein Hühnerkram! Hier muss ich besonders aufpassen, das ist hier so eine Strecke mit nur einer Runde. Mann. Ach, Mist. Irgendwas im Auge. Die machen mich fertig. Dann bist du unpraktisch. Ich sehe nur die Hälfte. Was war das denn? Und wieder ein Crash in der Kurve. Das ist für dich. Ah.
das sind die Regeln. Mann! Auf der Ferne besiegt. Nein, diese blöde Karre rutscht schon wieder. Ja, schön und gut, dass man slidet, um Turbo aufzubauen. Das Problem ist nur, wenn man selber nicht entscheidet zu sliden und die Karre das einfach macht. Leider häufiger der Fall ist. Was für eine lange Strecke. Nein! Ich will kein Mega rutschen, dumme Karre. Das gibt eine Narbe. Was ein Akt. Wow, Jack hat Kleber 5 Minuten, eine einzige Runde. Eieiei. Das wird den Sport in den Grundfesten erschüttern. Was für eine erstaunliche Wendung. Also dieses komische Rumgeschlittere teilweise. Nervig. Gut, dann gucken wir mal, was wir jetzt als Videosequenz haben. Und hier der glückliche Sieger, Ladies and Gentlemen. Wohlverdient, wahrlich wohlverdient. Du hast wirklich Talent, mein Junge. Was ist dein Geheimnis? Frischluft. Köstlich. Köstlich. Und ich würde gerne all meine Freunde grüßen und außerdem noch... Ja, ja, gib her. Sag mir, Jack, du hast gerade einen der besten Fahrer besiegt und dich für die große Meisterschaft qualifiziert. Beeindruckende Bilanz. Glaubst du nicht, dass man dich dafür töten will? Was? Habe ich genuschelt? Hast du keine Angst? Ganz ehrlich. Ich bin eh schon tot. Aber warum soll ich nicht noch ein paar Mistkerle mit mir nehmen? Naja, du hast die Leute begeistert und das ist gut fürs Geschäft. Außerordentlich gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr GT Blitz. Wiedersehen. Hast ja eine heiße Nummer am Laufen. Oh, das ist alles Show. Für die höheren Mächte. Doch ich wäre vorsichtig. Miso hat wohl ziemlich hoch auf das Rennen gewettet und verloren. Ich hoffe, er hat zugesehen. Oh, das hat er bestimmt. Ja, das klingt doch gar nicht mal so gut für uns. Das wird wohl Stufe 3 Karre sein. Wir werden jetzt ja in eine neue Liga aufsteigen. Ja, Javelin X. Und Anvil RTX. Oh, der hat eine recht gute Panzerung. Und wir haben den grünen Eco Cup abgeschlossen. Ja. Dann ist das nächste der blaue Eco Pokal. Mit Haven City. Aber... Da das Rennen sehr lange gedauert hat, denke ich mal, wir sind durch für heute. Oh, mehr als durch. Dann machen wir hier Feierabend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Jack X.